Liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft. Folge Nummer 50. Es steht das Staffelfinale an. Mit dieser dann vorerst finalen Folge. Ich habe es ja mehrfach gesagt, dieses hier wird dann vorerst das Ende des Projekts sein. Beziehungsweise Ende ist ja total verkehrt. Es ist, wie gesagt, nur eine Pause für eine geraume Zeit. Und dann also wird es dann demnächst weitergehen. Wahrscheinlich dann zur kalten Jahreszeit, wenn dem denn so gewollt ist, wenn dem so gewünscht wird. Ohnehin steht ja auch an, wie das Projekt weitergehen soll. Und da möchte ich ja euch auch zu Hilfe bitten. Wollen wir weiterhin auf der Map spielen? Es wäre naheliegend, wenn wir weiterhin auf der Map bleiben würden, weiterhin hier mit der Map arbeiten würden und hier weiter was bauen würden. Oder aber wollen wir eine neue Map erschaffen? Das wiederum wäre nicht mein primärer Wunsch, aber natürlich höre ich da auch ganz, ganz gerne hin, was euer Denken ist. Oder sagt ihr vielleicht, Minecraft ist vielleicht doch nicht so das, was gewünscht wird zu sehen, dann wird vielleicht ein anderes Projekt folgen, aber solange da nichts Direktes kommt, von wegen Minecraft ist blöd, das sollst du nicht spielen, das passt zu dir nicht, so lange werde ich auf jeden Fall das Projekt weiterführen. Das ist natürlich ganz klar, denn dann könnten noch so einige Staffeln folgen. Das hier war ja auch mehr immer so der Einstand, das war mehr so zum Reinkommen, das gesamte hier. Die gesamten ersten 50 Folgen, würde ich mal sagen. Natürlich Minecraft total episch, also man kann so unendlich viele Sachen machen. Ich denke mal, das werden die meisten von euch wohl genauso sehen. Wirklich genial. Und wir können ja nochmal ein bisschen gucken, was haben wir alles so geschaffen überhaupt. Wir haben eine tolle Monsterfalle erschaffen, ja. Da bin ich auch sehr stolz drauf, ohnehin. Ist das Einzige, was wir gebaut haben, auch wirklich jetzt nur hier. So, in dieser Urbebauung, die wir ja in Folge Nummer 3, 4, 5 irgendwas gefunden haben. Da dachten wir ja auch zuerst, das wäre ein Dorf oder irgendwie so. Aber nee, hierbei handelt es sich nicht um ein Dorf, es handelt sich nur um eine Bautnis. Ja, was waren so meine Highlights überhaupt hier? Also, ich glaube, das größte Highlight war einfach, dass man so oft, dass wir so oft von Creepern heimgesucht wurden. Also, ich bin wirklich selten so paranoid geworden wie hier bisher. Wie hier auf dieser Map, hier in diesem Let's Play. Weil, bah, immer, wenn man so einigermaßen denkt, da ist jetzt vielleicht doch niemand, dann kommen hinterrücks 3 Spinnen und 4 Creeper und hauen dann alles weg. Ich glaube auch, dass hier unsere Bebauung, wie oft ist sie zerstört worden oder angeknackst worden? Ich glaube, 3 Creeper-Explosionen hat das Ganze hier miterlebt und man sieht es auch. Man kann es wirklich sehen. Gut, hier unten geht es einigermaßen, aber die Wand da hinten, das Ganze war eigentlich viel weitgezogener. Also das ist auch nichts mehr. Nicht mehr so, wie es mal war. Wie sieht es unten eigentlich aus? Wir gucken mal. Wir haben hier die Falltür eingebaut. Hilfe. Genau, hier unten dachte ich ja, das wäre so ein Mega-Dungeon oder so. Aber dabei war das hier nur, in Anführungszeichen, ein Raum mit vielen Kisten. Und natürlich war ich so blöd und habe mich mitten auf die Plattform gestellt. Und was ist dann passiert? Alles ist in einer großen TNT-Explosion mal so richtig explodiert. Natürlich sind wir auch gestorben. Wir sind insgesamt, glaube ich, 5-mal gestorben. Kommt hin. Und ein Tod war irgendwie kurioser und lustiger als der andere. Das finde ich zumindest so. Immerhin konnten wir noch so ein paar Sachen aus der Truhe retten. Aus den Truhen retten. Es waren ja 4 Truhen. Und die sind auch in die Luft geflogen. Aber wir haben da auch Gold rausgezogen. Eisen und irgend so ein Zauberbuch. Das ist schon mal ganz cool. Ich habe im Zimmer hier übrigens gerade irgendein Mückenvieh rumfliegen. Aber eine Mücke ist es nicht. Irgendeine seltsame Fliege. Sehr nervig auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil die dann immer
direkt vorm Gesicht rumfliegt und das ist unangenehm. Vor allen Dingen, weil ich mich jetzt gerade kaum wehren kann. Ist natürlich auch schwierig mit Gamepad in der Hand, das geht gar nicht. Gut. Was haben wir noch so gerissen, außer hier unsere Bauten? Mann, das ist doch nicht so aggressiv. Ich mache dieses Flugvieh richtig, richtig aggressiv. Vielleicht will das Vieh ja mal hier reinstürzen. In unsere Falle. Die Falle übrigens, wie ich jetzt schon sagte, finde ich an sich eine coole Sache, aber Monster haben die Falle eigentlich kaum wahrgenommen. Sind da niemals reingestürzt. Die Spinnen sind hauptsächlich höchstens hier so nebenher gelaufen oder waren dreiviertel drüber, aber niemals so ganz. Wir haben mal, glaube ich, irgend so ein Schwein hier reingeschubst, kann das sein? Oder ist es von sich reingefallen? Ich weiß nicht. Jedenfalls irgendwelche guten Tiere sind da reingefallen, aber keine Monster. Heißt also, die Monsterfalle so semi-optimal, aber die Idee fand ich persönlich schon mal ganz gut. Wir haben jetzt ja auch, was mir gerade auffällt, wir haben ja noch friedlich eingestellt. Das habe ich noch gar nicht zurückgestellt. Da auch meine Frage an euch. Seht ihr das genauso, dass wir das immer so tun sollen? Wenn wir bauen zum Beispiel, dann mehr auf friedlich stellen. Wenn wir erkunden, dann mehr auf Monster umstellen. Ich meine, gut, wir haben jetzt auch erkundet die letzten Folgen ohne Monster. Mal diese Fliege, sie macht mich echt wahnsinnig gerade, tut mir leid. Die macht mich so vogelig. Also nach der Folge werde ich erstmal hier auf Fliegenjagd gehen, das geht so gar nicht. Nun denn, es wird hier auch dunkel übrigens. Aber gut, wir brauchen keine Angst haben. Jedenfalls würde mich dies ebenfalls sehr interessieren. Ebenso wie, ob wir vielleicht in Staffel 2 dann auch das einführen sollen, dass ich vielleicht mal mit ein paar anderen Kollegen hier ein bisschen rumspreche, während ich spiele. Das stelle ich mir auch sehr cool vor. Einfach mal, nicht in jeder Folge, aber so gelegentlich mal so ein paar Leutchen mit hier ins Boot holen. Und ja, die können mir dann hilfreiche Tipps geben. Oder aber einfach nur dünn Schiss labern, das ist eigentlich so ziemlich egal. So. Nochmal hier ab ins Bett. Was auch aufgefallen ist, zu Anfang des Projekts, da war die Resonanz, also die Rückmeldung an sich, noch spürbar groß. Und im Laufe ließ das dann auch etwas nach. Das heißt, ich musste häufiger da mal selbst Entscheidungen treffen, was wir tun sollen. Natürlich auch da nochmal der Appell, immer raus damit mit euren Ideen, was wir denn tun lassen und machen sollen. Die Fliege hier, die hat nichts zu melden, die nervt einfach nur. Und Schnuffel, wie geht's dir eigentlich? Unser erster und bisher einziger Haushund. Einfach nur schön. Ein tolles Wesen, wie ich doch finde. Gut. Wir waren jetzt eigentlich auch nur viel am Haus. Wir haben viel erkundet, haben gelegentlich Höhlenerkundungstouren gemacht und sind auch dabei gestorben. Wobei, so halb gestorben. Ich habe jetzt auch vergessen, Autospeichern auszuschalten. Aber egal. Denn diese Folge wird eh nicht mehr allzu lange gehen. Das ist ja quasi auch die erste Highlight-Folge ist das falsche Wort, aber die erste Jubiläumsfolge, naja, die erste minimale Jubiläumsfolge und gleichzeitig dann auch ein Pausenruf, denn viele andere Projekte werden noch folgen und ich denke mal so in den kälteren Monaten, vielleicht gegen Winter, wird dann auch Minecraft weitergehen, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen und dann kann man ja auch mal die viel angesprochenen Schneeregionen erkunden und ich will auch nochmal so gerne ein Dorf finden. Ich habe, glaube ich, in fast jedem Part das Wort Dorf erwähnt und Dorfsuche. Also auch da müssen wir noch fündig werden. In jedem Fall.
das mein Ziel. Und jetzt gleich werde ich einfach mal, weil ich so aggressiv bin, auf Fliegenjagd gehen. Ich werde sie natürlich jetzt nur in einem Behälter stecken, wenn das klappt, und irgendwie hier rausschaffen. So sozial bin ich ja, zu fliegen. Ah, das ist so aggressiv machend. Okay, Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall bis hierhin für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das Ganze Spaß gemacht. So wie mir bis hierhin. Und es würde mich freuen, wenn ihr auch in einem anderen Projekt vielleicht hineinschauen wollt. Und auch hier mit Minecraft, wie gesagt, wird es dann in geraumer Zeit weitergehen. Also bis zu einem nächsten Mal, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht es gut.